Ein Leben lang streben die Wikinger nach Ehre, um nach ihrem Tod mit Gottvater Odin in Valhall zu speisen und zu feiern. Aber in jüngster Zeit ist Odin genervt und nicht in der Stimmung, dahergelaufene Möchtegernhelden zu empfangen. Schuld daran ist sein jüngster Sohn, Leko. Schon früh zeigte der zarte Knabe einige für Wikinger recht ungewöhnliche Neigungen und Talente, statt sich mit Waffenübungen und Trinkgelagen zu beweisen. Bis Odin der Kragen platzt. Er verbannt Leko unehrenhaft auf die Erde, wo dieser sich wenigstens mal nützlich machen soll, als Gott, der Baumeister. Doch Leko hat einen Plan. Durch ihr gemeinsames Schicksal verbunden, schließt er sich mit den verschmähten Helden zusammen. Allen Gefahren zum Trotz wollen sie sich Odin als würdig erweisen und den Weg zurück nach Asgard wagen, hinauf auf die Valhalla Hills. Doch als die ersten Krieger in Asgard Einlass begehren, ist Odin kaum beeindruckt. Um an meiner Tafel speisen zu dürfen, bedarf es mehr Ehre. Eine Menge mehr Ehre. Ja, sehr interessantes Intro, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und damit erst einmal willkommen zu Valhalla Hills, einem neuen Let's Test von mir. Wie man gerade schon mal gesehen hat, es geht um Wikinger, die nach Valhalla wollen, aber Odin sagt, nö, ihr kommt hier nicht rein. So viel weiß ich auch schon. Das Spiel ist, wie man hier unschwer erkennen kann, von Fanatics. Und vielleicht sagt dem einen oder anderen dieser Name etwas. Das sind die Macher von Cultures. Also dem knuffigsten, einem der knuffigsten Spiele auf jeden Fall. Neben den alten Siedlerteilen. Ja, und so ähnlich soll man sich Valhalla Hills auch vorstellen können. So Cultures-mäßig mit ein bisschen Siedler. Also ich weiß, man kann wie im Oldschool-Siedlerteilen Wege bauen, um den Leuten zu helfen. Ja, gepublished wird das Ganze von Daedalic Entertainment. Die Jungs scheinen ja in der letzten Zeit einiges zuzulegen. Nicht nur was Drakensang-Spiele angeht, sondern auch ziemlich viele Adventures wie Deponia. Und jetzt auch Valhalla Hills. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung von dem Spiel. Das ist ein Let's Test hier. Also werden wir jetzt einfach mal reingucken. Also zum Spiel. Wikinger. Dein Volk. In Kampfmontur. Okay, wir haben noch kein Volk. Auch gut. Das heißt, wir können wahrscheinlich eine neue Karte starten. Statistik. Ah ja, es soll auch Erfolge geben, die was bringen. Mindestens 2500 Schritte gelaufen. Pfade beeinflussen die Laufwege deiner Wikinger und erhöhen den Arbeitsbereich der Gebäude. Ein Fischer versorgt deine Wikinger mit frischem Fisch. Achso, das sind Erfolge. Nein, nächste. Ah, nächste Erfolge, ja. Mindestens eine von Karte gewonnen. Ach so, das kann man freischalten. Ja, also das wird freigeschalten durch die Voraussetzung. Also wir können am Anfang noch keine Pfade und keine Fischer. Ein Holzblock, Kampflager. Also man muss ziemlich viel freischalten in dem Spiel. So viel habe ich aus den Steam-Videos herausgelesen. Tutorial-Nachrichten und Profilstatistiken. Okay. Profil Brenoir, stimmt alles. Optionen, kann man nicht viel einstellen. Also grafikmäßig nicht. Sprache Deutsch, Englisch. Fanatic und Daedalic sind ja deutsche Unternehmen. Ja, das Making-of-Video, was bei Steam drin ist, ist auf Deutsch. Von deutschen Entwicklern. Ja, Tutorial abschalten wollen wir erstmal nicht. Wir wollen das Spiel natürlich lernen. Also eine neue Karte. Und ja, das ist das Tolle an dem Spiel. Alles sind Zufallskarten. Wir können hier also eine neue Karte auswürfeln. Höhe, Breite, Kartencode, neu auswürfeln. So, nehmen wir einfach mal den und dann starten wir mal rein. So, da haben wir wohl unsere erste kleine Insel. Willkommen, Leko, Gott des Bauens. Ah ja, wie man im Intro gesehen hat, sind wir jetzt sozusagen Leko. Beweise deinem Vater, dass du würdig bist, nach Valhalla zurückzukommen, indem du zufällige Missionen bewältigst, die deinem Fortschritt angepasst sind. Alles, was du machst, kann neue Möglichkeiten und Herausforderungen eröffnen. Dein Ziel ist es, deine Anhänger immer wieder auf die Gipfel Valhallas zu führen und dabei Ehre zu sammeln, durch den Bau von Gebäuden, Kampf oder Opferung.
Im Baumenü unten sind die Gebäude für die Produktion, den Transport und den Kampf unterteilt. Öffne das Baumenü. Das müsste dann wohl hier das Baumenü sein. Grundbedürfnisse, okay. Also das hier ist wohl das Baumenü, das hier sind Statistiken. Hier oben ist wohl das Nachrichtenmenü und hier die Tagesanzeige. Also es soll Tag- und Nachtzyklus geben und das soll auch Abhängigkeiten von sein. Also zum Beispiel, was auch aus Kaltschloss bekannt ist, Wikinger müssen schlafen. Und die schlafen wohl hauptsächlich nachts, aber auch tagsüber, wenn sie müde sind. Grundbedürfnisse. Deine Wikinger werden treu und fleißig für dich arbeiten, es sei denn, sie haben Hunger. Sind müde oder müssen unbedingt ein paar nette Worte mit einer anderen netten Person wechseln? Sehr schön. Im Grunde erfüllen sie die Bedürfnisse von ganz alleine. Allerdings solltest du unbedingt dafür sorgen, dass sie möglichst gut versorgt sind, da sie dann viel effektiver arbeiten. Wenn sie nämlich ihre Zeit damit vertrödeln, Bären zu suchen oder sich die Knochen beim Nickerchen unter einem Baum verrenken, ist das nicht so gut. Ja, das ist schon klar. Wenn sie beispielsweise leckeres Brot zu essen bekommen und sich in einem weichen Bett mit einem Dach über den Kopf ausschlafen können, dann ist das also besser. Übrigens, für eine Pipi-Pause unterbrechen sie die Arbeit nicht. Okay, der Humor ist schon mal sehr schön. Und da Wikinger ja sowas ähnliches sind wie Zwerge, sehen ja schon mal ganz knuffig aus, die Leute hier. Gut, was haben wir? Nachrichten, Grundbedürfnisse und Spielziel. Ja, können wir das... Ah ja, mit der rechten Maustaste können wir es wegklicken. Alle Benachrichtigungen mit niedriger Priorität, grün oder höher, werden angezeigt. Und das sind die Nachrichten, die angezeigt werden. Zum Stadtportal. Aha, so kommen wir zum Stadtportal. Spielgeschwindigkeit, pausieren, da ist Tag-Nacht. Und das sind wohl Statistiken. Also Produktion, Logistik, Militär. Erstmal Produktion wahrscheinlich. Holz wird für nahezu alle Bauvorhaben benötigt. Darum lass frühzeitig einen Holzfäller bauen, möglichst in der Nähe von Bäumen. Bei jedem Bauvorhaben solltest du auf Bauuntergründe achten. Ist der Bauuntergrund grün, verbrauchen die Wikinger weniger Rohstoffe für die Fertigstellung als auf einer orangen und sogar roten Markierung. Denk dran, alle Arbeitsgebäude haben einen Radius, in dem Arbeiter seine Profession nachgeht. Man kann ihn sich anzeigen lassen, indem man das Gebäude auswählt. Wege vergrößern diesen Radius. Ah ja. Also ja, wie man es teilweise von Siedler kennt. Ha? Hier kann ich nirgends platzieren. Achso, das ist ja auch ein Bauradius. Wie man es von Siedler her kennt. Die, also von den Klassik-Siedlern auch, wenn die Untergründe zu uneben sind, dann werden halt in dem Fall, in diesem Spiel, mehr Baumaterialien verbraucht, um das Land zu planieren, eben zu machen. Ich würde mal sagen, wir platzieren hier unseren Holzfäller, da sind die ganzen Bäume hier eingedeckt. Neuer Beruf Bauarbeiter, okay, der nimmt schon mal den Beruf des Bauarbeiters an und bringt das Holz dahin. Okay. Da wächst einfach die Holzfällerhütte aus dem Boden. Naja, hat seinen eigenen Stil. Muss ja nicht alles unbedingt realistisch sein, oder? Ware fehlt Axt. Es schnappt er sich einen Stick. Was macht er jetzt? Es schnappt er sich einen Stein. Okay. Und jetzt hat er eine Axt gebaut. Ah ja, sehr schön. Die bauen sich also die Werkzeuge behelfsmäßig wohl selber. Wahrscheinlich kann man später aus Eisen bessere Werkzeuge herstellen, damit die effektiver arbeiten. Tutorial bauen. Okay, wir haben schon mal eine Holzfällerhütte. Das heißt, der sammelt jetzt erstmal das umliegende Holz ein. Oh Gott, das sind ja sogar die alten Kaltschloss-Geräusche, wenn Wikinger sich miteinander unterhalten. Ich werde verrückt. Okay, das ist Produktion. Dann gucken wir mal Logistik. Ein Wohnzelt. Wohngebäude erhöhen die Anzahl der aktiv arbeitenden Wikinger, die sich dann nicht unter Bäumen betten. Militär haben wir noch nichts. Und mehr können wir auch nicht machen. Okay. Das heißt, wir bauen jetzt ein Wohnzelt. Wohnhäuser. Durch den Bau von Wohngebäuden erhöhst du die Anzahl der zur Verfügung stehenden Wikinger. Außerdem erholen sich Arbeiter, die in einem Wohnhaus schlafen, besser, als wenn sie sich unter Bäumen betten. Gut erhöht können sie dann länger und effektiver arbeiten. Ein Gebäude stellt immer nur einen bestimmten Warentyp her. Willst du neue oder mehr Waren herstellen, lass anbauen oder zusätzliche Gebäude bauen. Also ja, das kennt man auch aus Kaltschloss. Da hat man teilweise mehrere Bäckereien gebraucht, um... Ja, in der einen Bäckerei wurde Kuchen hergestellt und in der anderen Brot. Oder andersrum halt. Brot war wichtiger.
So, wir bauen jetzt erstmal ein Wohnhaus hier hin. Gebäude ausschalten, umziehen, abbrechen. Manchmal ist es sinnvoll, Arbeitsgebäude auszuschalten, um die Produktion dort zu stoppen. Wenn man sie später wieder benötigt, kann man sie wieder aktivieren. Einige mobile Gebäude wie der Geologe, Kampf- und Armeelager oder Kurierposten können verlegt werden, um sie an anderer Stelle sinnvoller einzusetzen. Dadurch fallen keine zusätzlichen Baukosten und auch keine Bauzeit an. Du kannst Gebäude bei der Darf auch wieder abreißen. Dadurch erhältst du einen Teil der Baukosten zurück. Ja, das kennt man auch aus Siedler und Cultures. Holzfällerlager macht Produkte, Holz und Äste. Ja, das ist klar. So, der Bauarbeiter, der schnappt sich jetzt Holz. Also ja, in Cultures war es ja immer so, dass man den Leuten extra die Berufe zuweisen musste. Hier macht es einfach ein freier Wikinger. Was auch okay ist. Gebäude fertig. So, da wurde Holzfäller drin. Tutorial, Gebäude und Wohnhäuser. Gut, das heißt, noch ein Holzfäller, nee, noch ein, machen wir mal noch ein Wohnhaus. Im Augenblick können wir eh nichts anderes machen. Oder können wir dich ausbauen? Ausschalten, abreißen können wir dich. Dich können wir nur abreißen, okay. Und das ist das Stadtportal. An diesem Portal beginnt jedes neue Abenteuer der Wikinger. Es darf nicht zerstört werden. Okay, du hast auch im Vergleich zu Wohnhäusern ziemlich viele Lebenspunkte. Wikingerüberblick. Gerufene Wikinger, Wikingerkapazität, Krieger, arbeitslose Wikinger. Okay, wir haben zwei arbeitslose Wikinger, also brauchen wir erstmal keine weiteren. So, wir haben noch ein Wohnhaus. Das dürfte jetzt die Anzahl genau auf 18 erhöht haben. Scheinbar leben nur arbeitende Wikinger in den Häusern. So, schließen wir das mal. Gucken wir mal die Statistiken. Ressourcen. Holz, Äste, Feuerstein. Früchte, Pilze, Fleisch, Leder, Äxte. Bögen, Speer. Hammer, Spitzhacke, Angel, Sichel, Brotschaufel und ein Rucksack. Statistiken, Wikinger, Wikingerarbeiter, ah ja. Erfolge, nächste. Gehe Schritte, mindestens eine Karte gewonnen, ah ja. Mindestens 20 Holz geschlagen, kriegen wir einen Hackblock, okay. Kampflager kriegen wir nur, wenn wir eine Karte gewonnen haben. Mindestgrößenerhöhung. Ah, minimale Karte wurde erhöht. Hölzerner Kampf. Wildschweine, indem man spielt. Kaninchen, indem man gewinnt. Anfänger. Anfänger, wunderbar, du hast bislang eine Stunde dich liebevoll um deine Untertanen gekümmert. Insgesamt mindestens 100 für folgende Statistikwerte. Waren produziert, Waren geerntet, Waren gesammelt. Opferstätte. Auch nur, wenn ich eine Karte gewonnen habe. Das heißt, ich... Das hier ist wohl das Ziel, das Portal zu öffnen. Mit der Öffnung des Portals gelangen Feinde in deine Welt. Besänftige sie mit Opfergarde oder bekämpfe sie. Gegner unbekannt. Ich nehme mal nicht an, dass ich Wikinger selbst bewegen kann. Nein, scheinbar nicht. Dafür brauche ich wohl erst Pfade, die ich bauen kann. Aber ich kann Wikinger anwählen und mir sie angucken. Also Ehre, Hunger, Müdigkeit. Langweilig ist arbeitslos. Ja, okay. Du hast eine Holzaxt und du trägst einen Baumstamm. Ah ja. Sehr schön. Jetzt bringst du neue Äste.
wir können wohl immer noch nichts Neues. Okay, es wurde am Anfang etwas schleppend, die erste Mission, bis man ein paar Sachen freigeschalten hat. Ja, genau, bis wir Pfade freigeschalten haben. Dann dürften wir ganz leicht zu dem Portal kommen und es aktivieren können. Wobei ich mir nicht sicher bin, hier steht, es kommen Gegner durchs Portal. Ich weiß halt nicht, ob jetzt in der ersten Mission Gegner durchs Portal kommen, um uns gleich zu töten. Weil dann bräuchten wir theoretisch Militär, aber Militärgebäude haben wir noch gar nicht. Und ich nehme mal an, die Fackeln hier bedeuten, sind die Punkte, die Wegpunkte. Also wenn wir Pfade errichten, gehen die von Fackel zu Fackel. In Siedler war es ja immer so, dass man da Fahnen hatte. So, wir haben Holz. Das heißt, wir könnten noch ein Wohnhaus bauen. Ich könnte eins neben das Portal bauen, dann geht das schneller wahrscheinlich. Ja, bauen wir einfach mal eins neben das Portal. Da haben wir das Portal schon mal entdeckt. Das ist wirklich, wahrscheinlich wirklich Tutorial-Mission. Portale. Deine Wikinger haben ein Portal entdeckt, hinter dem hoffentlich Bifröst liegt. Also die Regenbogenbrücke. Ah ja, hier steht's. Die sie nach Asgard bringen könnte. Meist werden die Portale allerdings von Wesen der Unterwelt bewacht. Sobald du ein Portal öffnest, könnten sie in deine Welt eindringen und dein Dorf angreifen. Verteidige dich dagegen oder besänftige die dunklen Gewalten durch Opfergaben. Dazu später mehr. Öffne das Portal, um die nächste Mission zu starten. Die bösen Mächte schlafen noch und werden deine Wikinger diesmal noch nicht angreifen. Ah ja, okay. Also können wir einfach das Portal öffnen. Sieg. Deine Wikinger haben viel Mut bewiesen und durch all ihre Taten mächtige Ehre gesammelt. Jeder Zuwachs an Ehre lässt sie im Ansehen Odin steigen und bringt sie dem Einlass nach Valhalla ein Stück näher. Außerdem schalten zahlreiche Aktionen deiner Wikinger Erfolge frei. Dies können neue Gebäude, Technologien oder andere Dinge sein. Neue Erfolge kannst du stets ab der nächsten Mission nutzen. Starte nun die nächste Mission. Portal betreten und nächste Mission starten. Also man kann auch auf der Mission bleiben, um mehr Spielzeit zu sammeln. Und wir haben neue Erfolge. Fischer können wir jetzt bauen. Wir können Kampflager bauen, also Truppen aussetzen. Mindestgrößenerweiterung. Wir können eine größere Map machen. Kaninchen, damit wir wohl was jagen können. Opferstätte. Also ja, das ist wirklich so, dass der Gott, der Sumpf von Odin da, Loti, ja, wie auch immer heißt, hier alles erst nach der Zeit entwickelt, sozusagen. Ich kann eine Opferstätte jetzt bauen, um die Portalgötter zu besänftigen. Eiswikinger. Die ursprünglichen Bewohner des ewigen Eises sind verzäumt zwischen den Welten zu wandeln. Ah, wahrscheinlich die ersten Gegner. Gipfelstürmer. Die erste Karte hat zwar noch keinen Gipfel, aber hey, du hast gewonnen. Götterzorn. Ab jetzt kommen Gegner aus Portalen, wenn du sie öffnest. Kleine Karte. Du hast die kleine Karte freigespielt. Sie bietet dir noch mehr Möglichkeiten. Okay. Wow. Ja, das ist jetzt schon mal etwas mehr. Wir kommen in der zweiten Mission. Da bist du ja wieder. Der erste Gang durch das Portal war mühelos zu bewältigen, aber im Spielverlauf werden die Wächter des Portals immer stärker und aggressiver. Um Soldaten für den Kampf gegen Wächter auszubilden, benötigst du Kampf- oder Armeelager. Allerdings kannst du mit Opferständen die Wächter besänftigen und somit auf friedliche Weise den Weg durch das Portal frei machen. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal wieder einen Holzfäller, würde ich sagen. Gucken wir mal kurz. Den platzieren wir am besten hier. Hier sind genug Bäume im Einzugsbereich. Ein Fischer. Fischer und Jäger. Mit Fischern und Jägern kannst du eine gewisse Grundversorgung mit Nahrung für deine Wikinger gewährleisten. Baue einen Fischer immer in der Nähe eines Gewässers und den Jäger so, dass er in seiner Reichweite auch tatsächlich Tiere hat. Angeln und einfache Speere produzieren sich die Arbeiter selbst. Du solltest Acht geben, den Wildbestand von Wäldern nicht gänzlich zu zerstören. Tiere pflanzen sich mit der Zeit fort. Wenn du allerdings alle gejagt hast, kann sich das Ökosystem nicht mehr regenerieren. Okay. Das heißt, wir bauen erstmal einen Fischer hier in die Nähe.
Und ein Wohnzelt dazwischen. So, hier hin. Ja. Das heißt, die holen sich jetzt Axt und so weiter. Ah ja. Estrid baut sich eine Axt. Und fängt jetzt an, Holz zu lagern. Oh, wir haben noch einen Björn. Und Heder. Warum kriegen wir einfach Wikinger? Und ja, ist auch lustig, wie die Wikinger einfach so aus dem Orbit geschossen werden. Ich glaube, das sind die Wikinger, die Odin wieder rausschmeißt. So, ein Wohnzelt ist fertig. Sehr schön. Wir könnten eine Opferstätte bauen. Dafür brauchen wir Stein, das haben wir. Wir könnten aber auch ein Kampflager bauen. Logistik. Jäger können wir noch nicht. Gucken wir mal, was wir freischalten können. Kleiner Sockel. Mit einem kleinen Sockel kann man Gebäude auch an kleinen Steigerungen errichten. Ah, damit können wir dann auch im gelben Bereich bauen. Sozusagen der Sockel, den wir extra bauen müssen, ist das Baumaterial. Pfade ist klar, das schalten wir bald frei. Auf feistem Schneeboden. Junior-Architekt. Deine Wikinger haben mindestens 50 Häuser errichtet. Also das hier ist wahrscheinlich... Entweder kriegen wir einen besseren Bauarbeiter oder das ist einfach nur für so. Weil das ist alles, was wir schon freigeschalten haben. Wikinger macht. Du hast während deiner Mission 1000 Wikinger ins Spiel gerufen. Das kann dauern. Mittlerer Sockel. Anfänger. Lager. Echter Gipfelstürmer. Hackblock ist klar, das ist Baumfällen. Hochmoor. Auch durch Spielzeit. Hölzerner Kampforden. Deine Krieger haben 50 Tiere oder Gegner ins Jenseits befördert. Wildschweine, Rinder, Hasentöter. Der große Brenner. Du hast einen Wikinger umbenannt. Ach, Benenner, nicht Brenner. Valhalla. Einer deiner Wikinger hat Valhalla gereicht und muss nicht weiter um Ehre kämpfen. Götterzorn. Aus dem Portal kommen nur stärkere Gegner. Den Jäger sehe ich irgendwie noch nicht ganz. Oder habe ich ihn übersehen? Oder kommt er später vielleicht noch? Weil hier kommen jetzt unbekannte Gegner raus, wenn ich das Portal öffne. Deswegen gebe ich erstmal noch eine Opferstätte in Auftrag. Militär, Opferstätte. In einer Opferstätte kannst du die Portalwächter mit Opfergaben besänftigen, anstatt gegen sie zu kämpfen. Hast du eine Opferstelle gebaut und dort die Opferung befohlen, wird ein Arbeiter die geforderten Opferwaren zusammentragen. Er findet aber nur Waren, die sich im Einzugsgebiet der Opferstätte befinden. Sind die Waren zu weit entfernt, kannst du das Einzugsgebiet durch den Bau von Wegen und später auch mit Kurierposten vergrößern. Um zeitgleich mehrere Opferungen durchführen zu können, bedarf es mehrerer Opferstätten. Okay, wo bauen wir die am besten hin? Hier in der Nähe des Portals, würde ich sagen. Und es wird Nacht. Aber hey, der Fischer ist, glaube ich, noch nicht fertig. Okay, da bringt jemand das letzte Bauholz. So, Fischer ist fertig. Jetzt wird eine Angel benötigt. Und der Fischer zieht auch in das Wohnzelt ein. Okay, also Wohnzelte bieten Platz für mehrere Leute. Und die Angel ist fertig. Das heißt, wir kommen schon mal an Nahrung. Du trägst deine Angel mit dir rum. Wie viele Wikinger haben wir eigentlich? 9 und 30 wären möglich, aber so viel brauchen wir nie im Leben. So, Opferstätte. Keine Opferung verfügbar. Ein Wikinger muss erst in der Nähe des Portals gewesen sein. Ha, ja. Dann würde ich mal sagen... Wir haben Pfad freigeschalten, okay. Das wird aber wahrscheinlich erst ab der nächsten Mission verfügbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Jo. Man kann sich zwar hier anzeigen lassen, wie die Wikinger am liebsten laufen und so ihre Pfade verändern. Also so wie der Kumpel hier.
Aber wollen wir im Augenblick nicht. Wir bauen jetzt mal ein Kampflager. Kampf- und Armeelager. Kampf- und Armeelager können verlegt werden, damit du deine Krieger dort einsetzen kannst, wo sie benötigt werden. Ein Armeelager ist ein größeres Kampflager, das heißt, in ihm können mehr Krieger untergebracht werden. Ist ein Kampf- oder Armeelager in der Nähe eines Waffenproduzenten stationiert, können sich die Krieger dort mit besseren Waffen ausrüsten, sofern sie dort vorrätig sind. Verweilen deine Krieger in der Nähe von einer Brauerei oder Goldschmiede oder von Lagergebäuden oder Kurieren, holen sie sich automatisch das Gold oder Malzbier, das sie dort finden können. Mit jedem Malzbier, das sie trinken, steigert sich ihre Lebensenergie. Mit jedem Stück Gold, das sie erhalten, erhöht sich der Schaden, den sie machen können. Also das kennt man auch ein bisschen aus Siedler. Da haben sich die Soldaten durch Gold weiterentwickelt zu besseren Soldaten. Stationiere deine Kampf- und Armeelager also in der Nähe der entsprechenden Gebäude, wenn du deine Krieger verbessern willst. Okay, wir bauen das erstmal hier auf. Im Einzugsbereich der Ressourcen, na, sagen wir hier. Und am besten bauen wir nochmal ein Wohnzelt. Ah, bauen wir das hier oben hin. So. Sehr schön. Vielleicht fordere ich noch zwei Wikinger an. Nein, es sind gerade alle beschäftigt. Da ist gerade einer so hinzugekommen. Ja, da kommen zwei Stück. Ware fehlt Axt. Ah, Offizier holt Werkzeug. Der macht sich jetzt eine neue Axt, nehme ich mal an. So, gucken wir mal ins Armeelager. Helge hat sich eine Axt gemacht. Rekrutierung, Axt oder Bogen? Okay, der Offizier hat standardmäßig eine Axt. Da würde ich sagen, holen wir noch einen mit Axt und zwei mit Bögen. So, es wird eine Axt benötigt. Da wird schön ein Baum gefällt. Sehr schön. Und da sehen die ersten Krieger-Wikinger schon böse aus. So. Der holt sich jetzt... Oh, da braucht Leder für einen Bogen. Okay. Das heißt wahrscheinlich auch die Angel hat Leder gebraucht. Und jetzt wird... Die sieht unheimlich aus als Kriegerin, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und jetzt kann ich das Armeelager bewegen. Ich sollte vielleicht noch einen Axt mit einer Axt. Wie viele arbeitslose Wikinger habe ich zurzeit? Drei Stück. Oh, ein Opfermeister, der braucht also auch ein Haus. Okay, das heißt noch einer mit einer Axt und dann werden wir neuer Berufssoldat. Fischer ist okay. Also ja, am Anfang ist wirklich nicht ganz so viel möglich, wie man sieht. Die servieren das einem häppchenweise ansteigerfreundlich. So, ich nehme mal an, unser Holzfäller schläft, oder? Oder auch nicht. Na, jedenfalls müssen wir für unsere Wikinger genug Ehre besorgen, sehe ich da gerade. Sehr viel Ehre, um sie nach Valhalla zu schicken. Gesammelte Ehre, ja. Gut, haben wir jetzt einen vollen Trupp? Ja, haben wir. Also beweg dich mal hier zum Portal etwas weiter weg. Okay, und dann latschen sie. Ganz nett gemacht. Das heißt, wir können wahrscheinlich gleich gucken, was für Gegner aus dem Portal kommen können. Was machst du? Ach, du bist arbeitslos. Du wanderst einfach ziellos umher. Jäger können wir ja noch nicht. Portal öffnen. Ein Portalwächter oder 5 Holz. Ah ja. Das heißt, wenn wir hier jetzt mögliche Opferungen. Versuchen wir es mal durch Opferungen. Sind wir jetzt erst einmal friedlich, wenn das nur der eine Portalwächter ist? Die Männer der Eiswikinger-Garde sind allzeit bereit, mit ihren blitzenden Klingen Eindringlinge zu bekämpfen. So, der Portalmeister, der holt sich jetzt selber einzelne Hölzer.
Ja, jetzt liegen hier nur noch normale Steine und Feuersteine und ein bisschen Leder rum. Fischer hat Fisch. Und ja, Kaninchen können wir ja noch nicht jagen. Wir haben noch keinen Jäger. Gut. Oh, du hast schon 4 Hölzer zusammen. Wo auch immer du das eine gerade hergeholt hast. Ja, und jetzt gehst du so zurück. Und die stehen hier rum. Und Wächter besänftigt. Gut, das heißt, wir können das Portal jetzt öffnen und haben keine Wächter mehr. Portal geöffnet. Du hast das Portal nach Valhall geöffnet. Mach dich bereit, denn bald werden die Portalwächter versuchen, deine Wikinger am Durchrennen zu hindern. Beschütze unbedingt das Stadtportal in deinem Dorf. Ist dieses verloren, gibt es für deine Wikinger keine Rettung mehr. So, wir haben aber nur einen besänftigt. Es war ja auch nur einer. Also konnten wir die Mission erfüllen. Pfad. Okay, jetzt können wir Pfade. Hackblock. Schneeboden. Kleiner Sockel, sogar mittlerer Sockel. Okay. Dann gibt es wahrscheinlich auch einen großen Sockel noch. So, nächste Mission. Hey.